Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von Slime Ranger. Es kam vor kurzem ein neues Update raus. Es hat sich hier optisch so ein bisschen was getan. Hier zum Beispiel, das sieht komplett anders aus, wie es vorher war. Es soll auch irgendwas Neues dazugekommen sein. Ich habe mich aber, wenn ich ehrlich bin, nicht genau informiert. Oh, der Ton ist ja auch anders. Der Ton ist auch neu. Oh. Also neue Schleimis scheint es nicht zu geben. Oder was ist das? War der vorher schon da? Dieser hier? Gab es den vorher schon? Jetzt bin ich unsicher. Ich weiß es nicht. Gibt es etwa einen neuen Schleimi? Ich hätte mich vielleicht doch mal schlau machen sollen. Also wie gesagt, es hat sich hier optisch ein bisschen was getan. Was ist das jetzt? Hä? Okay. Ach, da kann man sich Aufgaben aussuchen. Ach so. Okay, okay. So kleine Nebenaufgaben, was ich ja ganz am Anfang, glaube ich, auch schon mal gezeigt habe. Also was es mit diesen Früchten auf sich hat, das weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Jedenfalls werden wir jetzt erstmal wieder ein bisschen eine kleine Fütterungsaktion starten. Und wir werden ein paar Gärten bauen. Hä? Okay. Ist das von der Wissenschaftsstation jetzt aus? Das wäre ja cool. Die müssen wir auch unbedingt mal leer machen. Also wir sorgen hier erstmal wie immer für Ordnung, wie es immer so ist. Und dann gehen wir auf der Suche nach den restlichen Gordos und versuchen dann da oben bei diesem, wo ich das letzte Mal runtergefallen bin, dieses Tor da, da versuchen wir nochmal reinzukommen. Irgendwie, ich weiß ganz genau, irgendwie kam man da hoch. So, erstmal hier alles wieder einsammeln. Zack. Die Karotten hier auch. Ja, nö. Ja, die Hühner holen wir dann. Jetzt brauchen wir erstmal hier das Ganze. Ach, ich habe schon einen Huhn gesammelt aus Versehen. Brauche ich doch jetzt nicht. Jetzt erstmal das hier. So. Das hätten wir. Hier sind noch ein paar Karotten, die nehmen wir auch noch mit. Dann wollen wir mal. Hühner holen wir dann und dann gucken wir auch mal, was damit auf sich hat. Wir gucken mal bei der Wissenschaftsstation, ob da jetzt ein Portal ist. Das wäre jetzt. Aua! Natürlich richtig geil. Wenn das wirklich so wäre. Und die sind schon wieder voll gepuput bis oben hin. Außer die sind wie immer friedlich und lieb. Meine kleinen Goldscheißerchen. So. Die brauchen ja die anderen. Dann machen wir das erstmal hier rein. Oh, dieser Ton. Diese Melodie ist jetzt irgendwie ganz anders, wenn man hier in diese Dinger reinschießt. Ungewohnt, aber irgendwie cool. Ungewohnt, aber cool. So. Da hinten habe ich ja vorhin. Ja. Die brauchen dann auch. Achso, die Karotten. Die brauchen ja die Karotten. Stimmt ja. So. Zack. Da sind die jetzt auch erstmal zufrieden. Was ist das da für ein Symbol da oben? Da oben rechts. Was bedeutet das? Und ich habe hier irgendwo... Haben wir einen Gordo übersehen? Ist mir nämlich aufgefallen das letzte Mal. Tut mir leid. Ich habe schon wieder vergessen, das Handy lautlos zu stellen. Naja, egal. Ich habe es direkt weggedrückt. Gut, dass ich gerade auf den Timer geguckt habe.
War auch nichts Wichtiges, also von daher. So, gucken wir mal. Es sah nämlich für mich stark nach dem Ding hier aus. Diese Portalecke da hinten. Nur wie man. Also hier sieht es nicht so aus, als wäre hier ein Portal irgendwo. Oder? Ist doch hier das Bild hiervon. Nee, ist ein anderes. Ich habe keine Ahnung, wo das Ding jetzt hingehört. So. Kein Plan. Weiß ich wirklich nicht. Aber wir räumen hier erstmal auf. Ach du je. Wieder alles voll. Eins zu viel. So. Gib schön her, das ganze Zeug. Sind das jetzt diesmal echte Früchte, die wachsen? Ich hoffe es doch. Weil eben habe ich schon mal probiert, da zu ernten und dann waren es doch hier. Verarsche wieder. Weil ich muss langsam meine Quantenschleimis füttern. So. Wieder alles voll bis oben hin. So wollen wir das haben. Dann holen wir uns nachher auch noch ein paar Hühnerchens für die ganzen Fleischfresser noch als kleinen Snack für zwischendurch. Ups. Dieser Ton ist echt ungewohnt. Oh. Hoppala. Es sieht irgendwie cool aus. Muss man echt sagen. Das hat irgendwie was. So, weiter geht's. Nächste Runde. Ihr seid nämlich immer noch voll gepupput. Jetzt haben wir ja die Nacht über Zeit, hier ein bisschen klar Schiff zu machen. Dazu brauchen wir natürlich auch das Geld, damit wir noch ein paar Gärten machen können. Ich würde gerne noch ein paar Herzrüben pflanzen. Und was war es noch? Irgendwas hat mir noch gefehlt. Minzmango? Ne, Minzmango habe ich ja, glaube ich, ne? Noch. Muss ich bei den Docks nochmal gucken. Ich glaube, wir müssen das ein bisschen anders sortieren hier mit den ganzen Gärten. So. Zack. Gibt irgendwie nicht mehr so viel Geld, oder? Ich könnte schwören, es gab vorher mehr. So. Immer schön her damit. So. Jetzt seid ihr dran. Die spielen so schön mit ihren Erdbeerchen. So. Sind die auch fertig? Noch mehr Geld. Noch mehr. Ja, immer her damit. Immer her damit. So. Ja, ich brauche unbedingt mehr Herzrüben. Das reicht für die im Leben nicht. Die sind ja schon wieder so hungrig. Die armen kleinen Bomber hier. Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich noch ein paar Hühner für die finde. Da können sie noch ein paar Hühner haben.
So. Juhu. Es gibt wieder Kohle. Das gibt wieder Kohle. Immer her mit der Kohle. Ach du. Oh, meine kleinen Süßen. So. Dann hier auch nochmal. So. Dann können wir nochmal nuckeln. Gucken wir hier hinten auch gleich nochmal. Oh, hier sind wieder Herzrüben fertig. Das ist gut. Das ist gut. So. Ach so, weil ich das schon hab. Stimmt ja, das haben ja die anderen schon. So. Stimmt ja, die kann ich ja gar nicht mitnehmen. Mist, 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 Mist. Gut, dann machen wir hier erstmal die weg. Immer schön weg damit. Ja, die Preise sind wirklich ekelhaft diesmal. Sind ja voll gesunken. Man verdient ja gar nichts mehr hier. Ist ja ätzend. Preise sind ja richtig beschissen gerade. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum kriege ich denn kein Geld hier raus? So, immer her damit. So. Eins haben wir noch. Immer schön her damit. So. Das dauert immer so lange. Das ist immer am schlimmsten, die ganzen Dinge erstmal leer machen und das Füttern. Weil sich das so in die Länge zieht. Das ist schon heftig. Aber dann hat man wenigstens was zu tun. Man langweilt sich dadurch nicht. So. Hier, die sind schon mal fertig. Dann gucken wir noch mal. Tüdelülü. Die fallen bestimmt auch gleich runter. Machen wir da hinten das Gehege noch leer. So. So. Klappt doch, wunderbar. Die fallen auch bald runter. Gut, dann können wir ja bald füttern. Dann können wir ja bald füttern. So. So. Also, die haben wir, die haben wir. Die haben wir auch. Gucken wir mal bei den Docks hinten, bei unseren neuen Quantenschleimis. Oder ist das die Ranch? Was ist das? Aber bei der Ranch ist ja auch kein Portal. Ich verstehe es irgendwie nicht ganz gerade. Frische Karotten. Schauen wir uns mal hinten bei den Quantis, wie es denen geht. So. Denen geht's gut, wie immer. Ups. Och, ich denke immer. Mann, ihr seid so gemein. Die können einen richtig gut verarschen, können die einen. Ah, fliegt einer fort. Die sind voll fies. Die kleinen Stinker.
Hier habt ihr eure Lieblingsfrüchte. So. Ach, das Ding ist ja auch noch hier. Ach du je. Stimmt. Hab ich ja vorhin was gesagt. Das müssen wir ja auch noch machen. Upsala. Entschuldigung. Hier habt ihr eure Ente. Erstmal voll vor die Nase gehauen. So, die Hühner kann ich jetzt leider gerade nicht mitnehmen. Jetzt bin ich voll. Müssen wir doch nochmal laufen. Aber wir müssen ja sowieso nochmal hier hinter die anderen Zitronen herbringen. Ich bin am überlegen, ob ich allgemein die Gärten alle ein bisschen verschiebe. Dass ich da hinten bei den Quantis zum Beispiel zwei Zitronenbäume hinpflanze. Hier, die sind fertig. Das ist gut. Und bei der Wissenschaftsstation irgendwie die ganzen anderen Gärten irgendwie so hinpacke. Oh je. So viele Erdbeeren. Also Erdbeeren brauchen wir definitiv keine weiteren. Davon haben wir genug. Könnt ihr noch ein paar von haben? So. Den Rest bekommt ihr wieder. Ihr könnt euch ja schon drin wälzen. Wir holen mal ein paar hier raus wieder. Du bleibst schon hier. So. Komm, geh mal darüber. So. Wäre ja schade drum, wenn das Ganze verderben würde. So. Ja. Dann haben wir hier hinten noch. Dann noch Herzrüben. Die müssen wir alle noch wegnehmen. Alle noch verfüttern. Ich glaube, ich brauche auch noch einen Garten mit Herzrüben. Achso, es geht ja gar nicht. Mist. Da muss ich erst hier. Bisschen Frühstück. So. Da geht's denen schon wieder viel besser. Das können wir mitnehmen. Dann hätten wir hier jetzt auch schon leer geräumt. Da bringen wir diese Fitzplorts auch mal schnell weg. Oh, falscher Eingang. Ich laufe immer durch die falsche Höhle durch. Ist doch hier lang. So. Genau, jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Weil hier habe ich noch so viele Dinger frei. Hier könnte ich eigentlich die ganzen Gärten hinpacken. Da brauche ich nicht immer so viel hin und her laufen, sondern habe dann alle Gärten an einem Fleck. Das wäre vielleicht mal eine Überlegung zumindest wert. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Ich habe keine Ausdauer mehr. So. Bisschen Frühstück. Ihr hattet ja schon Frühstück. Ihr seid schon wieder fast vollgepuppt. Und wir haben eine neue E-Mail. So, die Herzrüben, die nehmen wir auch gleich mit. Für unsere Quantis. So. Ja. Ich mache euch erstmal die Herzrüben hier rein. Ich bringe euch ein paar Hühner mit. So. Hier laufen ja jetzt genug rum. Dann komm mal her, jo. Ihr kleinen Quantis. Ihr fühlt euch wohl? Die fühlen sich wohl. Noch ein bisschen mehr Geld. Mehr Geld. So. Das können wir mitnehmen. Okay. Müssen wir doch mehrmals laufen. So ein Mist, ey. So ein Mist.
Hier war ja irgendwo noch einer, ne? Ist aber ein anderes Maschinchen. Kann ich jetzt nicht mitnehmen. Ach, so ein Mist. So ein Mist. So, hier machen wir uns mal Geld raus. Wir brauchen ja genug Geld für Gärten. Zack. Das könnt ihr haben. Und das kommt hier hin. Junge, 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 so viel Lauferei. Das ist ja unnormal. So viel Lauferei. Jetzt wird es langsam richtig mühselig. Zack. So, nochmal zurück. Oh, wei, oh, wei. Ich trinke mal kurz einen Schluck von meinem Käffchen. Na, Moment.